So, hi Freunde, willkommen zurück zum neuen Part von Dead Space 3. Im letzten Part mussten wir diese Alien-Geräusche, oder haben wir auch, also identifizieren und herausfinden, was dieser Übersetzer uns sagen will, sozusagen. Und wir haben auch ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen, dass wir wissen, dass wir den Mond zerstören müssen. Ja, der Mond ist also die Quelle des Ganzen. Wir müssen ihn aufhalten, je nachdem. Das muss das Zentrum sein. Das ist riesig. Und das muss die Maschine sein. Ja, dann mal an die Arbeit, was? Wir verfolgen auf jeden Fall immer noch Danik. An die Arbeit. Versprechen Sie mir bitte was. Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja? Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ich habe uns hierher gebracht. Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für... den Helden. Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Ja. Hey. Tut mir echt leid wegen Ellie. Mir auch. Mir auch. Aber zusammen schaffen wir das auf jeden Fall. Hey, da ist Danik. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, oder? Und jetzt holen wir uns den Codex. Aber schnell. Aber so richtig, Dali. Kommen Sie! Scheiße! Isaac, diese Pfade kreuzen sich da vorne mit denen von Danik! Versuchen Sie ihn aufzuhalten. Ich suche mir einen anderen Weg. Ach, verdammt. Okay, mal schauen. Danik, Sie müssen damit aufhören. Isaac, das ist aber Rosetta, oder? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot sind? Danik, wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, schätze ich. Er ist lebendig, Danik. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik, hören Sie mir zu. Danik, hören Sie mich. Arschloch. Wir sollen hier irgendwas einsetzen? Da vorne das Teil. Irgendwas wollen wir hier aktivieren. Okay, das Bild da drauf, die Animation sieht also eher nach einer Explosion aus. Okay. Das heißt, es ist so ein Selbstdetonationsvorgang, den wir hier aktivieren. Okay, weg. Verstehe. Verstehe. Boah, ist das riesig. Isaac, da ist er. Danik! Er schießt sie! Wie viele Männer hat denn der noch? Scheiße, warum schlage ich? Das gibt's doch nicht. Amy klemmt die Maus von mir gerade. Aha, hier ist noch so ein Teil. Dann nehmen wir das doch mal gleich mit. Kommt denn das gute Teil hin? Okay, da drüben ist Carver. Aha, hier. Sie können nicht weit sein. Siehst du ihn? Ja, da an der Wand. Haltet ihn um jeden Preis auf. Also, wir brauchen noch eins. Können wir dann nochmal? Er entkommt. Warten Sie.
Ich habe einen Plan! Was für ein Plan? Warum hat er einen Plan? Ich weiß nichts davon. Das ist blöd. So, leider kann man damit nicht sprinten. So, aber hier kommen wir jetzt auch wieder zu Carver. Ach du Kacke! Was war denn das bitte für ein Plan? Nein! Carver! Hier drüben! Wo denn? Oh, Scheiße! Wir treffen uns an der Maschine! Was soll das denn sein? Okay, weg hier. Wohin? Davor. Aber schnell. Nee, da komme ich nicht raus. Weg! Das geht so nicht. Beim besten Willen nicht. Ich hoffe, ich Antworten zu finden, nicht nur hinsichtlich ihres Ablebens, sondern auch bezüglich des Artefakts, das sie in den Tiefen entdeckten. Hui. Okay, jetzt. Ach, das ist anscheinend immer dreimal. So, ich fülle am besten mal nochmal. So. Jetzt aber schnell weiter. Ich weiß nicht, sollen wir zuerst zu Carver oder sollen wir jetzt direkt zu Danik? Das ist jetzt die Frage. Er war nackt und zitterte, als ich ihn fand. Die selbst zugefügten Wunden, deren Sinn Nein. man vermuten kann, waren tief in seiner Haut gegraben. Ich musste ihm das Artefakt mit Gewalt aus seiner kalten, weißen Hand reißen. Ein interessantes Objekt aus unbekanntem Material, das, wie es scheint, durch Geräusche aktiviert. Die Zeichen sind Worte, da bin ich mir sicher. Aber ohne Mittel, sie zu übersetzen, wird sein Zweck wohl ein Rätsel bleiben. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte ich vielleicht andere Beispiele finden und die Sprache entziffern. Ich möchte nicht gegen dieses unsterbliche Viech kämpfen. Was ist denn hier los? Kommen wir da nicht her? Wo kommen wir denn her? Ach so, wir müssen hier gar nicht rein. Ach so? So, okay. Sagen wir dieses Ü, könnte man sagen, ist gleich mit einem Strich noch drunter. Na, das sieht man hier, okay. Und das und so. Ach so, hat man das bei dem anderen auch gesehen? Hä? Okay, also Danics Leute waren anscheinend hier auch. Wenn hier überall Kameras und Lichter stehen. Oder ist einfach nur ein RTL-Redaktionsteam da, das kann auch sein. Aber ich glaube eher das Erstere. So. Was? Wo sollen wir denn hin? Ach, da hoch?
Hey, schön. Mal wieder rumfliegen. Wo sind die denn? Ist da noch eins irgendwo? Ich wüsste einfach nur gerne. Wo? Ja, wo? Wo zur Hölle? Okay, da oben. Da ist eines dieser Drecksviecher. So kommunizieren die also. Verstehe. Na, ist vielleicht auch gut so, ne? Hab gehört, da soll es einem schlecht von werden. Mal kann ich Kisten damit zertreten? Geht doch. Das sind diese Superman-Plattformen, verstehe. Ist an? Ja, ist an. Nein. Hui, nochmal souverän gelöst. Ging doch. So. Lass mich ran, da ist irgendwas drin. Naja, Freunde, auf jeden Fall würde ich jetzt mal sagen, das machen wir im nächsten Part. Danke fürs Zusehen an der Stelle. Und bis dann.